Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video! Als ich meinen Zehennagel abgerissen habe. Es war mir eine Lehre und es war kein Spaß. Doch hört mir zu, dann lernt ihr was. Bleibt ihr selber treu, bleibt stets auf Trab. Nicht so wie ich, die sich den Zehennagel abgerissen hat. Das war Applaus. Danke. Wir befinden uns noch in Thailand und wir waren letztens auf so einer Insel. Eigentlich war das nicht letztens, sondern ungefähr noch vor 2 Stunden. Als wir da angekommen sind, war das erste, die erste Amtshandlung, war nicht irgendwie sich den Kokosnuss reinziehen oder so. Nein, ich habe so mit meinem Zeh so an so einem Stein abgerutscht, als ich aus dem Boot ausgestiegen bin. Und dann war mein ganzer Zehennagel ab. Triggerwarnung, jetzt werdet ihr meinen abgerissenen Fußnagel sehen. Ja, das ist so ekelhaft. Es hat unnormal geblutet. Wir sind direkt zum Doktor und so. Und dann konnte ich erst mal 5 Tage nicht ins Wasser. Aber dann hat Adi da immer so Jodlösung drauf gemacht, mir das verarztet. Ich habe ein Verband getragen und jetzt kann ich wieder laufen. Jetzt geht es mir wieder gut. Und wir begrüßen euch ganz herzlich. Adi ist natürlich mit am Start. Warum passt du hier so gut rein? Ich finde, du siehst so richtig so aus, als könntest du so Bangkok so richtig für dich beanspruchen. Ja, ich bin auch hier. Ich habe mir eine zweite Existenz aufgebaut. Wir haben das Video jetzt nicht ohne Grund hier gestartet. Direkt hinter dir siehst du jetzt die Gebäude, die ich hier verwalten darf. Das erste Objekt. Ja, ich habe es dir so abgekauft. Wie geht's dir? Ach, mir geht's super. Nee, du bist schon so grumpy und hangry die ganze Zeit. Grumpy? Grumpy Ardy. Nein, Hunger. Ich hab unnormal Hunger. Digga, normal. Wir sind gar nicht geschlafen. Wir sind um 4 Uhr aufgestanden. Ehrlich. Über Wasser und Luftwegen sind wir nach Bangkok gekommen. Ja. Und DHL-Paket. Diese 2 DHL-Pakete hier werden heute etwas richtig Cooles machen. Und zwar werden wir heute den ganzen Tag essen. Bangkok, Leute, das ist für mich die Stadt des verrückten Essens. Hier gibt es so geile Sachen, wirklich. Falls ihr die Foodtour von letzter Woche noch nicht gesehen habt, Freunde, wir haben so kranke Sachen gegessen. Deswegen dachte ich mir, wir tauschen einfach heute mal unsere Bestellungen. Das bedeutet, Adi und ich, wir gehen essen, dann wir bestellen, aber wir essen es nicht selber, sondern der andere muss dann die Bestellung von jeweils dem anderen essen. Hast du da Bock drauf? Ich hab da auf jeden Fall Bock drauf. Ich weiß noch nicht, ob du so Bock drauf hast. Ich hab unnormal Bock da drauf. Ja? Und ich sag dir auch gleich warum. Hä? Aber lass es mal reingehen, weil ich hab unnormal Hunger. Ich muss kurz meine Jacke nehmen, warte. Ich find's echt super, dass Bangkok hier einfach so freistehende Jackenaufhänger hat. Also das ist wirklich eine Sache, die mich wirklich an dieser Stadt erfreut. Adi hat tatsächlich den Frühstückssaal rausgesucht, weil ich habe mich gerade noch in der Zeit ein bisschen Freddy, Alter. Wir starten direkt rein. Ich habe auch unnormal Hunger. Vergiss nicht, hier ist Linksverkehr. Man muss ein bisschen andere Seite gucken, ob Auto kommt oder nicht. Ich guck einfach wirklich immer einfach in jede Richtung. Wie chillig sieht das aus, bitte? Du passt hier super rein. Ehrlich, dann bleibe ich einfach hier. Ist okay? Nein, ist nicht okay, wenn du hier bleibst. Nein, ich kann gar nicht hier bleiben, Leute. Ich bin absolut hyped. Also sonst ist es wirklich immer so, dass ich wirklich fast weine, bevor wir wieder zurück nach Deutschland fliegen, weil ich es einfach wirklich so geil hier finde. Aber diesmal, ich lache einfach. Guck mal. Also wirklich, ich freue mich unnormal, weil ich habe die Karte gerade eingerollt und hat mich richtig scheiße angeguckt. Kennst du das? Du machst alles aber kaputt und machst erst. Ich sollte es lassen. Wenn wir wieder zurückkommen, dann sind es nur noch so 3 Tage oder 4 Tage, ich kann nicht rechnen, bis wir unseren Wohnungsschlüssel bekommen. Und dann ziehen wir einfach zusammen, Alter. Ich freue mich unnormal. Ich freue mich so krass, ne? Ich habe so, das wären 135 Quadratmeter. Ich bin gespannt, was passiert. Wir brauchen so viele Sachen. Es wird alles kommen. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit in den Videos. Deswegen abonniert schon mal diesen Kanal, damit ihr nichts verpasst. Denn es wird auf jeden Fall jetzt eine verrückte, geile Zeit auf uns zukommen. Und ich habe da richtig Bock drauf. Und wir nehmen euch mit. Und wir hoffen, ihr habt da auch Bock drauf. Und es wird einfach Party in the House. Jetzt, bitte lass was essen. Ey, ich sehe da hinten gerade, ne, dieser Typ, er hatte sogar so eine krasse Kamera, er hat so ein Foto von seinem Drink gemacht und dieser Drink sieht echt gut aus. Dreh dich mal unauffällig um. Das ist nicht unauffällig, oh mein Gott. Hi. Wir schauen einfach mal, boah. Also ich bestelle jetzt einfach das, was ich normalerweise bestellen würde. Und dann passiert der Part erst des Videos. Also ich gebe mir jetzt gar keine Mühe, weil ich weiß, ich werde das eh nicht bekommen, ne? Hä? Du musst einfach für dich bestellen. Denk einfach gar nicht drüber nach, bestell einfach Essen für dich, was du willst. Das ist so der Sinn. Ey, ganz ehrlich, aber du weißt schon, ne, ich gehe mit dick plus aus der Sache, Baby. Warum? Weil du in einer Stadt wie Bangkok mit dir essen zu gehen, dick plus, weil du probierst dann so Sachen aus und so. Ja, crazy Sachen. Übrigens, danke für die Info an Julia. Checkt auf jeden Fall ihre Essenstausch-Videos ab. Die sind auf jeden Fall unnormal funny. Ich habe das auch einmal mit ihr gemacht und es war schon Ablacher. Und jetzt bin ich gespannt, wie das mit Adi ist. Ey, wir müssen uns mal zusammen die Karte angucken. Alter, das hört sich ja alles geil an. Boah, ich glaube, ich bestelle ein Smile. Das ist umsonst. Geil, das hier ours is free and yours is priceless. Ey, unser Lächeln ist unbezahlbar. Meine Bestellung ist ein bisschen so, als wäre ich schwanger. Ist viel. Also nicht viel, aber so ein bisschen crazy. Man merkt, ich habe so verschiedene Cravings. Also das ist auf jeden Fall meine Bestellung. Ich bin so hyped und es ist so scheiße, weil es wird nicht meins sein. Ich bin richtig traurig. Ich bin jetzt schon sad. Wie hätte ich jetzt Bock auf das da? Und das. We make a challenge. Und das da. I order for him. For the women. Yes, and he don't see here. Du hast mich einfach blind gemacht. Er denkt, ich sehe nichts. I hot story matter. This is the order for him, okay. But don't tell him. Yes. Okay. Is this spicy? A little bit spicy. Little bit? It's okay. Yes, this is not hot. Okay. Yeah, das ist voll verwirrt. Du siehst, you can't see. Er denkt, ich bin blind. Stimmt, ich hab gesagt, du kannst nicht sehen. Ja, gleich kommt, ich sitze hier so drin. So, thank you. Er kommt so von da.
Was ist das denn? Oh, wow, thank you, wow. Was hast du bestellt? Ich hatte Bock auf Tee, aber jetzt, wo ich dein zu sehen. Was ist das? Ist das einfach Tee? Das ist einfach Tee, Schwarztee. Laber doch keinen. Ja, aber das ist stabiler Schwarztee. Die hatten hier richtige Schwarztee-Auswahl. Guck mal, ne? Dieses Getränk und ich, wir haben uns kennengelernt erst vor einer Woche oder so, ja? Und seitdem bin ich bin in den Fesseln dieses Getränkes gefangen. Was ist das? Das ist ein Strawberry Matcha Latte. Das ist aus wie Sriracha. Und ey, nein, das ist das geilste Getränk ever. Und hey, hat er bei dir Hot oder Cold gefragt? Gibt es das auch in Hot? Ja, natürlich gibt es das in Hot. Alter, ich komme gerade ran. Wo bin ich, Digga? Wir sind nicht in London, Alter. England, Tea Time, was ist das denn? Ich habe jetzt echt lange keinen Chai mehr getrunken, Mann. Ich hatte auch noch mal Bock auf Chai. Das Hättest ist unser du nicht Frühstück. Einen Tag warten können? Nein, ich hätte Bock da drauf, sorry. Jetzt im Ernst. Da musst du jetzt durch. Du musst jetzt den ganzen Tag durch. Ich finde es auch scheiße, dass ich jetzt dein Fancy. Gefühltes, super, bestimmt unnormal leckeres Getränk trinken muss. Du laberst Sorry. Scheiße, sorry, Baby. Du sag, ich werde mit Dick Plus aus der Sache gehen, weil ich würde mir das niemals bestellen, weil ich habe einfach wirklich Bock auf Chai gehabt. Aber jetzt freue ich mich irgendwie darauf. Guck mal, bitte. Super Gelegenheit, um Sachen auszuprobieren. Willst du mich verarschen? Boah, stabil. Das ist das Geilste. Das muss man so weg. Also, das sieht schlimmer aus als in meiner Cafeteria früher in der Boah, Schule. Boah, du bist gerade, du redest gerade abfällig über kulturelles Gut. Prost, ne? Oh, dein Wasser noch. Ein Soda Water. Ey, du weißt ganz genau, dass ich davon unnormal Schluck aufbekomme. Ich hab hier für mich bestellt, okay. Baby. Okay, ich mach deinen Challenge mit hier, ne? Und es ist echt geil. Living your best life. Boah, das schmeckt abnormal. Was ist das denn? Hä, siehst du? Crazy. Ja, das ist ein Du musst erstmal mischen ein bisschen, ne? Ach so, dass er nur in der Airplane schmeckt. Dieses Grüne schmeckt nicht so geil, schmeckt wie Spinat. Ich glaube, ich kämpfe mich erstmal durch das Rote. Mann, nein, du darfst es so nicht trinken. Kann das doch mal. Nein, oh Mann, du musst es mischen. Ich trinke, wie ich Bock habe. Ich trinke dieses Rote zuerst. Nein, das geht nicht. Oh Mann, Ardi, so würde ich den nicht trinken. Hallo, Mann. Die Erdbeer. Oh! Ich dachte, vielleicht krieg ich ein Stück. Also nee, du musst das wirklich umrühren, das geht sonst nicht, sonst schmeckt das nicht. Ist der gesund oder hat der irgendwas? Das ist das Beste. Wirklich? Nein, das ist einfach fancy. Ich werde das bis dahin nicht getrunken haben, dass wir mit dem Essen fertig sind, weil das so heiß ist. Musst du mit meinen Fingernägeln hier festhalten, weißt du? Ich sehe, dass deine Lippen da noch gar nichts berühren, Digga. Das ist so bitter, also wirklich bitter einfach. Warum ist das auch eine ganze Kanne, Alter? Also mit dem, was ich zu essen bestellt habe, kommt dieser Chai unnormal. Kuchen. Ja, Frühstück bitte Kuchen. Naja, wenigstens haben wir hier noch ein schönes aromatisches Sprudelwasser. Mit einer Zitrone. Ich schenk's auch mal ein, wie Adi das immer einschenkt. Er schenkt das immer von 3 Meter in der Höhe ein. Kann man so haten, Digga. Ich hoffe, das Essen kommt gleich, damit die Lage sich hier beruhigt. It's a runny egg pie. Wow. Was ist das? Runny egg pie. Runny egg? Ja. That's and for... please, for... very careful. The plan is super hot. Okay. Das sieht so richtig einem Frühstück von Aldi aus. Oh mein Gott, mein Essen sieht so geil aus. Ich komme nicht klar. Ich muss angucken. Denke ich bin blind, weil ich da nicht hingucke. Ich muss in den Himmel gucken einfach. Sie zwingt mich durch, nicht zu gucken. Okay, ich jetzt oh mein Gott. Cyborg? Ja. Ey, ich habe sogar überlegt, ich mir erstmal eine Acai Bowl fetze. Jetzt habe ich Acai Bowl. Und was ist das? Lachs Chicken Waffles mit Mango. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Hört sich nicht so geil an. Ich denke, die verschenke ich jetzt an irgendjemanden. Ey, sorry, ne? Aber das sieht so unfassbar krass aus. Ich muss schnell essen, weil es sind 38 Grad und Tendenz steigen. Boah, mit Granatapfel. Boah, dieses Gericht hat die perfekte Temperatur. Warum hast du dir das denn nicht bestellt? Warum hast du dir denn nicht so ein Ding hier bestellt? Unfassbar. Ich bin wirklich, ne, das ist, warum machen wir das? Warum machen wir das? Wie, das hast du vorgeschlagen? Nicht? So ich wäre auch damit zufrieden Ey, gewesen. Das ist so dumm. Hoppa. Ja, ich weiß nicht, was ist das? Ist das so Shakshuka-mäßig? Shakshuka? Ach, mit Ei. Oh mein Gott, ich schwöre auf alles, das Ei ist nicht mal richtig Ding. Siehst du das? Komm mal bitte ran. Siehst du das, dass das Ei da so durchsichtig ist? Ja. Nee, das kann ich nicht. Wollen wir das nochmal reingeben? Oh Mann, warum ist das so? Wollen wir das nochmal reingeben? Nee, alles gut. Was ist das hier? Ich weiß nicht, das hat sich voll lecker angehört, Bibi. Man, keine Ahnung. Was ist das? Ich weiß auch nicht, das hat sich voll geil angehört. Running Eggs. Wie? Running Eggs? Ja. Das heißt doch schon, dass das Ei läuft, weil das noch roh ist wahrscheinlich. Ach, scheiße. Ey, du verarscht mich gerade. Ich schwöre, mein Gott, nein. Verarscht mich. Boah, nein. Ich hab darüber gar nicht nachgedacht. Das heißt nicht Running Eggs, das heißt Runny Eggs und ich hab's nicht verstanden. Ja, Runny ist genau das gleiche. Ich wusste es nicht. Digga, die wurden da roh reingemacht. Du bist so blöd, ne? Ich schwöre auf alles. Du weißt, dass ich rohe Eier nicht so. Ich schwöre bei Gott, ich habe da nicht drüber nachgedacht, Digga, Mann. Ich dachte, das ist so eine geile Pfanne einfach. Ja, die mach da die Zitrone rein, das wird richtig. Und die Pfanne ist noch heiß, du musst es einfach. Digga, komm mal bitte ran. Und nochmal geil aus. Das Ei. Ehrlich. Also, wenn ich das essen dürfte, das Ei ist. Essen. Das ist noch dieses Weiße das vom Ei. Das Gelbe vom Ei, Baby. Mama. Nein, oh Mann, oh Ardi. Mann, du bist so blöd. Ah, jetzt habe ich auch nur meinen Arm verbrannt an dieser Scheißpfanne. Hier ist es viel zu heiß, Leute. Unsere Kamera macht gerade nicht mehr mit. Aber was ist das, Ardi? Kannst du mir das mal kurz erklären? Boah, so sehe ich auf jeden Fall Mitte Dezember aus, wenn meine Nase läuft. Du machst es nicht besser, Tori, aber für mich sind rohe Eier so unappetitlich. Ich esse es jetzt. Bist du gerade auf Fitness Grind?
Fitness. Boah, das hier ist so lecker, ne? Ja, boah. Und meins sieht einfach aus wie so ein eingeschleimter Embryo. Viel Spaß mit deinen geilen Waffen. Ich schwöre bei Gott, das ist so lecker. Ich kann das nicht essen. Und jetzt das hier. Ich kann das nicht essen, Mann. Ey, das ist so, also, oh mein Gott, halt mal. Boah. Also, ich... Leute, ich sag dir ehrlich, hätte ich das so bekommen, hätte ich das zurückgegeben. Ich wusste nicht, dass die halt so hochkommen. Aber das macht halt Sinn, wie du das gesagt hast. Da steht da nicht drauf, ne? Nee. Du hast hier Ei in deinen Haaren. Was für ein Ei? Roh? Ei. Dein Ei. Du hast da einfach Ei reingeschmiert. Augen zu und durch. Hier sind hier auch so Tomaten bei und Brot. Die Tomate schmeckt geil. Der Lachs sieht auch so geil aus. Das sieht unnormal aus und das schmeckt, ich schwöre bei Gott, das schmeckt so krass. Ne? Du hast sowas Geiles ausgesucht. Ja, das ist mein Job, das mache ich beruflich, Alter. Der hier war so gut, ich hab den ein Stück aufgehoben, ne? Das ausprobieren, wenn du willst. Da ist alles noch drin, das ist der perfekte Happen, um zu wissen, wie es geschmeckt hat und um dich zu ärgern. Das ist wirklich sehr großzügig von dir. Du hast richtig am Ei vorbeigegessen. Das war auch irgendwie unnormal scharf. Aber jetzt fühlen sich meine Lippen so an, als wären sie so ein bisschen aufgequollen. Dankeschön auf jeden Fall. Heftig, oder? Krass. Das hast du so crazy ausgesucht. Das ist echt gemein eigentlich, dass du das jetzt nicht so in vollen Zügen genießen konntest. Ich könnte fast heulen, ey. Nee, bringt mir gerade so eine innere Leere, muss ich sagen. Warum machen wir das hier? Denkst du, wir kommen hier irgendwann nochmal her in unserem Leben und können es nochmal essen? Wären wir einfach zu Hause so, okay, dann koche ich das halt nochmal. Aber so, ich werde niemals wieder dieses Erlebnis bekommen. Fürs Mittagessen gehen wir am besten in so eine Mall, weil da ist ein bisschen kühlter auch, weil die Kamera kommt nicht hinterher. Da gibt es auch viel Auswahl, ne? Genau. Da kann ich dich nicht überraschen dann. Und dann kann jeder einfach da bestellen, wo er Bock hat. Hammer. Ich habe nämlich richtig, richtig Bock auf diesen Aufguss am Stiel. Oh, du bist so blöd. Lass mich in Ruhe. Ich trinke jetzt mein Soda Water. Mmh, mein E-Water. Ich weiß nicht, ob das Maß an Überforderung durch die Kamera durchkommt. Ey, ich höre viele Geräusche und ich sehe viele Farben. Ich höre meine eigene Stimme in meinem Inneren nicht mehr. Also hier gibt es sehr viel zu essen. Worauf habe ich vor? Vielleicht diese Pizza. Einfach aufgehobene Pizzastücke, voll geil. Boah, guck mal, das wolltest du. Genau das nicht. Also sorry, ich weiß schon, was ich mir jetzt zu essen wurde. Du kannst dich ja jetzt auf die Suche selber machen. Ich würde mir hier jetzt schon mal was holen. Und dann treffen wir uns gleich da bei diesem Popcorn da. Okay, dann lasst euch mal überraschen, auf was ich Bock habe. Ich kann nicht mehr. Das sind diese Flat Croissants, diese Originalen, von denen ich gesprochen habe. Ey, die sehen so geil aus. Oh mein Gott, ich will das hier mit Pistazie haben. Ja, I need it right now. Die backen das einfach auch alles hier selber vor deinen Augen. Oh mein Gott, und dann machen die, glaube ich, gerade. An Fanciness nicht zu übertreffen. Gar nicht all dieses Ding, aber hey, come into my world. Also ich finde es jetzt unnormal interessant, ne? Ich bin so, ich will alles, was hier so crazy aussieht, testen. Ich weiß nicht, Ardi, ich glaube, er will einfach irgendwie so ein Standard-Nudelgericht einfach. Das ist nicht mein Grind. Ich will hier, was ist das denn alles? Ich will hier irgendwas Krasses ausprobieren. Dieser Crepe-Kuchen, der turnt mich so an, den will ich jetzt auch noch. Ich glaube, das war gar keine gute Idee, dass wir uns, oh nein, dass wir uns aufgeteilt haben. Ey, ich habe hier schon so viele Sachen, die ich einfach probieren möchte. Ardi ist am Arsch. Ardi ist am Arsch. Wir sollten auf jeden Fall gleich zu unserem Treffpunkt gehen, damit ich hier nicht noch weitere Sachen finde. Oh, wow. Jetzt habe ich noch was gefunden. Wenn ich ein Eis wäre, dann wäre das sowas von das. Wow. Hi. Blueberry-Joghurt ist das auch noch. Ich liebe ja Frozen-Joghurt. Ardi hasst Frozen-Joghurt, aber hi. You can try. I can try? Yeah. Okay. Then can I try the Blueberry-Joghurt? Okay. Nice. Okay, I take one foam with the blueberry. Oh mein Gott, das schmeckt so geil. Oh. Das ist die schönste Kaktus, die ich je gesehen habe. Das ist so satisfying. Wow, es ist der schönste Scheißhaufen. Nein, wie geil ist das denn? Ich will es selber essen. Multitasking. Er kann ja. Adi hat auch gerade angerufen. Er ist auf jeden Fall ready. Jetzt muss ich erstmal wieder den Treffpunkt finden. Ey, das ist der schönste Eis meines Lebens. Was ist das denn, Junge? Es sieht irgendwie so unecht aus. Es sieht aus wie Knete. Und es schmeckt auch irgendwie unecht, aber irgendwie geil. Okay, ich habe Adi gefunden. Er bekommt das jetzt hier direkt. Oh nein, was? Er hat irgendwie Shake da. Du bist so witzig, ich wollte mir den auch holen. Nein. Ich schwör's dir. Hä, das ist Frozen Joghurt. Ja, deswegen habe ich ihn da nicht geholt. Wie lecker. Ich habe es auch probiert. Ey, das ist das schönste Eis, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Hier, das für dich. Was ist das denn? Das sieht geil aus. Hä? Ich wollte nur was trinken. Ach so. Ja. Suchen wir uns mal einen Scheiße. Platz. Wir sind schon voll im Gange. Ey, meine Zunge kribbelt einfach. Ist das ein gutes Zeichen oder kein gutes Zeichen? Ich finde das noch raus. Ich glaube gut. Alter, ja, das ist mein Traumeis. Findest du nicht, das ist doch kein Frozen Joghurt, oder? Doch, Blueberry Joghurt. Das schmeckt viel zu gut für einen Frozen Joghurt. Nein, so schmeckt Frozen Joghurt. Es ist so krass. Ich nehme an, die Blume ist doch dafür gemacht, oder? Ich bin die ganze Zeit rumgegangen, ne, und habe überlegt. Ich so, boah, irgendwas brauche ich gerade. Ich wusste aber nicht was. An dem bin ich auch stehen geblieben. Haben wir so gecatcht. Die hatten mehrere Farben und so, ne? Ja. Aber sahen alle ungefähr gleich aus, oder? Ja, alle so in der Vibe. Dann dachte ich mir aber, nee, jetzt ein Eis ist, glaube ich, zu süß. Aber dadurch, dass es Joghurt ist, geht es halt wieder. Oh Mann. Das schmeckt echt gut. Was habe ich hier? Was ist das? Das ist ein YouTube-Soda. Ein YouTube-Soda? Ja, genau. Nur weil ich YouTube mache, ne? YouTube-Soda. Du siehst YouTube und dann kaufst du alles, ne? Aber was ist da drin? Was ist das denn? YouTube? Sirup mit Wasser. Sprudelwasser? Einfach Wasser mit Geschmack. Schmeckt wie Mojito. So japanisch.
Limonade oder so. Ist das gut, ne? Ich merke schon. Boah, ich werde ganz schön rudel. Darf man jetzt auch probieren oder nicht? Nö. Aber du kannst was anderes probieren. Was hast du geholt eigentlich? Ich hatte ja nicht nur Durst. Bist du enttäuscht, dass ich nicht so viel geholt habe? Komplette Kiste. Du kommst mit einem Drink. Ich habe komplett Großeinkauf gemacht. Eine Sache habe ich für uns zu Hause geholt, für unseren Einzug, weil da bringt man ja eigentlich immer den Leuten Brot und Salz. Weißt du? Kennst du das? Das mache ich für uns selber halt, für uns zum Einzug. Deswegen habe ich schon mal ein Brot geholt. Das ist geschimmelt. Nein, Mann. Das Regenbogen. Aber oben rechts, was ist das? Farbe einfach. Unser erstes Brot in der Wohnung. Das Rainbow-Brot. Ich bin sichtlich begeistert. Ich nehme das gerade nur zu mir, weil ich irgendeine Flüssigkeit brauche. Ich habe voll vergessen, Wasser zu holen oder sowas. Du hast Esspapier oder so gekauft. Ich sehe das doch. Was soll das sonst mit deinem Prüfungsschlag essen einfach? Nein, das ist das, was du selber entdeckt hast. Oh mein Gott, wie geil. Das kannst du jemanden unter Tür durchschieben, so auf geheim. Tschüss. Digga, das ist mein Traum. Für dich. Ich weiß, warum du das geholt hast. Weil es grün ist und wegen Haselnuss. Ah, süß. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf meine Herkunft, und zwar, dass ich Albaner bin. Weil dieses Gericht hier ist der Legende nach auf einer Baustelle entstanden, wo einem Arbeiter sein Croissant auf den Boden gefallen ist und sein Kollege, unachtsam wie er war, mit dem Bulldozer drüber gefahren ist. Mit dem was? Mit dem Bulldozer. Kannst du von Bob der Baumeister sagen? Ja, das ist ein Bulldozer. Es ist ein Croissant. Das ist so wie die Erde. Wir haben das ja letzte Woche quasi auch gegessen, aber ohne dass das Richtige war. Wie schmeckt das? Schmeckt das mehr nach Croissant? Kind die Schweineohren? Das ist genau das. Also den Rest, den nehme ich auch morgen noch für den Flug mit, ne? Passt auf jeden Fall perfekt zwischen meinen Boxershorts und meinen Hosen. Es sieht aber unnormal lecker aus. Wow! Ich platze mein Portemonnaie. Wie geht's dir? Ich habe einen super Schock. Ich hätte das Croissant auch nicht ganz aufgegessen, weil ich hätte ein bisschen davon probiert, dann das mitgenommen für den Flug. Und deswegen habe ich halt das auch noch geholt. Was ist das? Da steht Chica drin. Nur Waxing ist sexy. A little excitement in every bite, Digga. Das ist einfach wie Geschenke auspacken. Wie Geburtstag, wie? Unfassbar, Digga. Was denn? Weißt du, was das ist? Oh, ja. Das ist dieses Crepe-Kuchen. Ja, Mann. Crazy. Und deswegen habe ich auch eine Gabel für dich mitgebracht, denn weißt du noch, wie man das Ganze Wie, weißt du noch? Ja. Weißt du noch, Alter? Wer kann sich daran erinnern, dass wir dieses Ding gegessen haben? Ich habe gerade zwei Varianten in meinem Kopf, wie man das essen könnte. Ich weiß jetzt davon nicht, welche richtig ist. Eigentlich habe ich gar keinen Bock da drauf, aber irgendwie, ich bin so excited jetzt wegen dir, weil du steckst mich schon an, aber dann wiederum kommt so, viel zu viel. Dann wieder so, boah, geil. Dann wieder so, boah, nein. Wie hatten wir das letztes Mal gemacht? Weißt du noch, ich wollte dich ultimieren. Ist das dein Ernst? Oh Mann, Ardian, ey, du hast es voll kaputt gemacht. Das ist kein Gegenstand, ne? Das ist zum Essen da, Baby. Also, ich finde gerade wirklich, du machst das absichtlich, ne? Das schmeckt Hammer. Ah, wenn man das aber jetzt so macht, dann ist die oberste Schicht komplett weg. Deshalb ist das so. Ah. Also, so geil. Und direkt kommt von Seite Blutzucker. Schlechtes Gewissen. Sport machen morgen. Du hast noch nichts getrunken. 37 Grad. Du bist nur einmal in Bangkok. Only in Bangkok. Einmal einrollen, dann roll es einmal für mich ein, weil ich habe mir das nur geholt, damit das so befriedigend sich einrollt, bitte. Ey, das ist nicht die Wand, die wir tapezieren müssen, Ardian. Ey, das triggert mich gerade so heftig, dass er das nicht einrollt. Guck mal, mein Bruder kann backflip. Du erst diesen Crepe Cake gar nicht. Ich habe mich voll drauf eingelassen auf mein Schicksal, Leute. Der Zucker wirkt. Es tut mir leid, es ist ein bisschen ausgeartet. Ich sag mal ehrlich, ne, ist das ein, falls das ein soziales Experiment ist, ich hab's herausgefunden. Dieses Video heißt bestimmt gar nicht, wir tauschen unser Essen. Das Video heißt bestimmt nicht, mein Freund denkt, wir tauschen einen Tag unser Essen und ich gucke, wie viel er essen kann. Es ist gerade ein bisschen mit mir durchgegangen, aber du kennst mich doch. Ich sehe dann das, dann sehe ich das, dann sehe ich das und dann will ich auf einmal alles haben. Nee, ich bin unnormal müde geworden von dem Essen und ich habe nicht mal alles aufgegessen. Ich hab voll Hunger. Ich bin real mit euch, ne? Ich will mir jetzt einfach was zu trinken. Ich würde mir auch jetzt was zu trinken wollen, also easy. Ich werde wahrscheinlich erst heute Abend wieder essen. Das heißt, du wirst heute Abend erst wieder essen. Hey, das macht ja gar keinen Sinn. Du hast ja dann jetzt gar keinen Hunger mehr, aber also, es ist ja doppelt schlimm für mich. Ja, du hast schon jetzt gegessen. Ich habe aber jetzt gerade nichts bekommen. Jetzt bist du aber unnormal satt und isst jetzt mehr. Hä? Nee, in 2 Stunden will ich was sehen. Da hast du dir selbst eine Grube gegraben. Warum bist du so ekelhaft, Digga? Die Leute gucken uns hier an. Wir sind morgen wieder in Deutschland. Weil landen wir auf einer asiatischen Dokumentation und dann heißt es so, die Europäer mögen es den Gegenüber anzuspucken als Zeichen von Respekt. Das ist die Nacht, hier ist ein Market. Und wir essen hier. Der Nightmarket ist voll cool, hier geht voll die Party ab, Alter. Ich habe auf jeden Fall schon direkt etwas gesehen. Ich hatte da den ganzen Tag Bock drauf. Und ich dachte auch, das gibt's in der Mall, aber dann war das gar nicht das. Aber jetzt gibt es das da und oh, I waited for this all night long and all week. Und zwar Thai Coconut Pancakes. Guck mal, wie heftig dieser Bär aussieht. Das ist super toll. Genau das, was ich möchte. Thai Coconut Pancakes. Yes. Das riecht so krass nach
kokosnos. Das ist aber Mais drauf. Kennst du das, wenn du Mais isst und sich das irgendwie nicht ganz verarbeitet und dann auf dem Klo genau wieder so rauskommt? Ja. Hast du das noch nie? Doch, doch, doch. Aber eine Frage jetzt. Ja. Mal angenommen, ich hätte auch Bock darauf gehabt und du auch. Wolltest du das auch holen? Nee, ich wollte mir ein Gucci-Portemonnaie gefälscht holen. Warum sind hier zwei Dings? Beide für mich oder was? Eine linke Hand, eine rechte Hand. Der ist so lecker, ne? Wolltest du dir die wirklich nicht holen? Nee, wirklich nicht. Ganz, ganz sicher. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich das nicht holen wollte. Wow. Das Einzige, was ich nur noch toppen kann, ist ein Gucci-Portemonnaie. Ich weiß, ob ich Bock habe. Diese zwei Symbole da. Ey, jetzt nichts mit Chili. Ich will jetzt wirklich einfach was Geiles essen. Wirklich was Geiles, ich Leckeres. Ich habe auch was richtig Bestimmtes Bock, aber ich glaube, da bewegen wir uns raus. Aber überall, wo es ein bisschen bunt aussieht, könnten wir unser Team näher kommen. Hello! Ich glaube, ich habe das perfekte Abendbrot für mich gefunden. Also für dich. Pommes? Das sind die größten XXL-Pommes, die es auf der Welt gibt. Und das hört sich für mich nach einem geilen Abendbrot an. Oder Pommes? Das sind Pommes. Das sind Spaghetti, dicke Spaghetti. Das sind die Ausstellungsstücke. Das gibt es mit ganz vielen verschiedenen Soßenkombinationen. Wir sind nicht in Holland, Alter. Wir sind in Thailand. Was gibt's hier? Ganz ehrlich, ich entscheide jetzt nicht nach Geschmack, sondern ich entscheide einfach nach Aussehen. Und da muss ich schon sagen, gehe ich mit denen. Boah, die sehen ja crazy aus. Ey, das sieht unnormal aus, oder? Was ist das für eine crazy Scheiße hier, Mann? Hey, hey, du musst zügeln in deiner Vorfreude, weil du wirst davon auch immer ganz ab. Oh Mann, Adrian. Hey, can we have this one? Yes. Eins nur, leider. Hier befindet sich dein Armbrot. Was sagst du, wie findest du es? Interessante Mischung aus Haribo und Spaghetti und Pommes irgendwas. Also so ein Lasso quasi. Ja, mäßig. Ey, ich finde, es sieht auch nochmal geil aus. Wie lang kann eine Pommes sein? Das sieht krass aus. Ich bin gespannt, nach was diese Dinge schmecken, ob das eine Lebensmittelfarbe ist oder, aber gut. Und jetzt müssen wir gucken, ne? Gegen was tauscht du diese begehrte Ware hier? Mal gucken. Ich dachte, das wären Spezial, Digga. Ich lese mich jetzt hier durch so und gucke, auf was mein Bauch anspringt. Was ist das hier? Eine Seeanemone? Oh mein Gott. Rohrverbindungsstücke. Lecker! Was ist das? Ist das einfach Butter? Man kann einfach knusprige Butter kaufen. Interessant, ne? Aber das ist kein Wir testen Food-Video. Ach was. Stimmt. Muss man sich die selber fischen, ne? Ich dachte, das wäre... You fish them self? You make fish self? Ja, man fischt die damit mit dem Kescher. Ah, krass. Ich sag ehrlich, bis jetzt ein bisschen schwierig mit Essen. Was? Wie? Hier gibt's 1000 Stände, Mann. Also aber, ich hab noch 30... Für mich ist es schwierig. Noch nichts, wo ich sage, geil, da hab ich Bock drauf. Adrian! Ja, Bibi, komm, dann lass uns diese geknackte Butter essen. Die was? Diese beknackte Butter, wie hieß das denn? Knackige Butter. Knackige Butter, ich kann nicht mehr. Also Leute, ne, ich trag das hier schon seit ungefähr 30 Minuten und ich rieche es die ganze Zeit vor meiner Nase und es riecht unnormal geil nicht. Das ist wirklich die Härteprüfung. Boah, hab ich irgendwie Bock auf Muscheln oder voll Bock auf Austern, ne? Aber dann ist auch Austern. Das, was ich haben möchte, gibt's hier einfach. Da gibt's Shakes. Wir trinken jeden Tag so einen Shake. Also wenn wir heute keinen Shake trinken, dann ist das ein verlorener Tag. Hast du was gefunden? Ja, ey, man weiß. Hey, wolltest du nicht das da haben? Wie hast du das jetzt gefunden? Das Ding ist. Guck mal bitte, das sieht halt auch alles so ein bisschen so voll offen rum. Das sieht irgendwie gar nicht geil aus. Ja, das Fleisch ist schon so grau und so. Das meine ich doch, Digga. Ich hab auch auf so ein Passion Food Sachen. Er wird mich umbringen. Ich hab das auch so. Oh mein Gott, ich sag's dir nicht. Ich sag's dir jetzt nicht, Leute, ich sag's dir nicht. Oh mein Gott, Arvier, nein. Was ist das? Nice. Ist das das, was ich denke, was es heißt? Independent Pancake? Arvier, das ist ein Independent Pancake. Oh mein Gott, der macht aber nicht wirklich diese. Nein, ihr verarscht mich. Geil. Oh mein Gott. Hast du schon ausgewählt, ja, welche Nummer? Ja, ich weiß, welches ich will. Lass dich mal überraschen. Welches will ich? Ich hab das perfekte gefunden. Ehrlich? Ich habe mich jetzt gerade umentschieden, wie welche willst du? Ich will auch einen. Ich nehme auch einen. Ach, nö. Ich weiß auch schon, welche Nummer. Mutchen Chan, ne? Ist der nackt? Oh mein Gott. Number 135. Dann tauschen wir einfach gleich unsere Pancake-Figuren. Ich habe einen ausgewählt für dich. Nein. Ja, aber weil ich wollte ihn essen, weil er mich an dich erinnert hat. Bitte, ne? Wie schafft man es, ein Pommes in einen Menschen reinzurammen? Wer tickt einen mit Pommes an? Hey, Bibi, mit belegter Pommes auch noch. Ey, willst du einfach mal probieren? Boah, das gar nicht, das ist ja salzig. Das schmeckt so frittiert. Schmeckt das gar nicht mehr so richtig nach Pommes? Das schmeckt achtmal frittiert. Frittata, nicht schmeckt Potata. Aber Bombe. Irgendwie ist geil. Okay, Bombe. Ich hab auch nicht Hunger. Na dann, gönn dir. Ist das auch süß. Hey, wird das jetzt deiner oder meiner? Du hast eine dunkle Wolke genommen. Was ist das denn? Can I also draw something? Can I? Einmal. Du bist doch nicht normal im Kopf. Can I make the eye? Ich hab nur Augen für dich deswegen. Oh Mann, du bist so... Hey, ich kann nicht mehr mit dir. Overfather. Ja. Ich guck mal bitte erstmal. Siehst du, was sie da macht? Hey, was hast du denn für ein süßes Gehör? Wow.
Thank you, thank you. Oh, Gott sei Dank. Hart, hart, hart. Hä? Was ist das? Was? Oh, nee. Boah, ich kann nicht mehr. Sie hat deine Hufe gerettet. Boah, Alter. Siehst du, was das wird? Kriegst du ein Déjà-vu vom Flughafen? Oh, Alter, das ist ein Glücksbärchen. Erkennst du es jetzt erst? Crazy. Das ist so cool. Was ist das für ein geiles Land? Oh, juhu! Gib mal bitte deine Hand da. Diese Fingernägel. Diese Mistgabel. Boah. Guck mal, mit den Nägeln. Was ist das? So ist es. Ey, Gott sei Dank hat sie die Augen nochmal weggemacht. Du hast so den größten Psycho-Bär draus gemacht. Aus Glücksbärchen wird Psycho-Bär. Okay! Alter Schwede! Der crazy Wolverine-Dings-Bär. Aldi, das ist deiner? Das ist meiner? Ja, normal. Fuck, ja. Die schmecken noch genau gleich. Ich hab mir mal Mühe gegeben. Und das ist meiner? Meiner ist voll süß. Stimmt, man, die schmecken gleich. Auge ist aber bekannt nicht mit, ne? Der sieht voll psycho aus. Wer findest du? Hallo, Ardian. Hier sind einmal deine Fries. Ich habe bisher nur einen Pancake, ne? So hätte ich jetzt gemacht, Bibi, ne? Wenn das meiner wäre. Ich spür, dass du den richtig genießt. Das ist das Leckerste, was du wahrscheinlich getrunken hast. Ein Passionfruit-Smoothie. Das hier ist mein Leben. Mein Leben. Ein Wassermelonen-Shake ist das Erfrischendste, was du dir gönnen kannst. Ohne Zucker, oh, einfach Wassermelone in Shake-Form. Das Geilste. Viel Spaß damit. Das schmeckt geil, ne? Wie kann man sich Passionfruit geben? Sieht man das, wie viele Schimmelpartikel da unten drin sind? Guck mal, ne, da sind ja diese Kerne drin, die werden zerschreddert und überall, das ist wie Sand zwischen den Zähnen. Kennt ihr das, wenn man auf Sand beißt? Das schlimmste Gefühl, was es gibt auf der Welt. Und Abi tut sich das jeden Tag an. Da hast du recht, manche filtern das, ne? Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Aber es schmeckt halt trotzdem geil. Nee, ich mag es gar nicht. Ganz teuer und guckt dich gerade an und denkt so, was über Hype geht. Guck mal, bitte, Watermelon. Ich liebe Wassermelone, ne? Aber das schmeckt nicht so geil wie das. Es schmeckt gut. Ich glaube, wir haben es auch noch mal verkackt. Mit dem Essen? Mit diesem ganzen Tag. Wir müssen in 3 Stunden am Flughafen sein. Und das Einzige, was ich hier zu essen habe, ist so ein Rand von so einem Pancake. Ey, das sieht einfach aus wie so ein Stück Plastik. Warum ist das salzig? Das waren salty Pancakes. Haben wir verkackt? Dann lass richtig verkacken, lass die Pancakes wenigstens mit Eiscreme holen. Lauf, Schokolade für mich. Deswegen liebe ich ihn, Alter. Er hat immer die besten Ideen. Was ist das? Oh, der Nachtisch ein bisschen vorgezogen bei den Temperaturen. Wie geil sieht das bitte aus? Das ist doch was Geiles. Können wir uns das jetzt einfach teilen? Das ist eigentlich stabil. Komm, Kokosnuss, Schokolade. Nochmal lecker. Das ist das Geilste heute. Das ist es. Danke für das Armut. Ernährung war heute auf jeden Fall. Ganz ehrlich, unser Schlafrhythmus auseinandergenommen, unser Essrhythmus. Ich freue mich, wenn wir wieder zu Hause sind. Dann geht's richtig ab. Hat sich jetzt perfekt zum Ende hinzugespitzt alles. Was ein Tag. One day in the bank and the world's your oyster. Es ist jetzt auch mittlerweile 1 Uhr. Wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell unsere Koffer packen. Und dann fahren wir ganz schnell zum Flughafen. Und dann geht's zurück nach Deutschland. Und dann ziehen wir zusammen. Ich habe das Gefühl, wir haben nicht richtig was Vernünftiges heute gegessen. Ich finde, wir haben super angefangen mit unserem Frühstück. Und dann stark nachgelassen.